Die Wahlen waren ein Protest gegen die Politik. Darin sind sich alle einig. Denn nur so ist das starke Abschneiden der AfD zu verstehen. Die Frage ist nur, gegen welche Politik waren diese Wahlen ein Protest? Die Antwort der Linken müsste klar sein, diese Wahlen waren ein Protest gegen die Politik des Neoliberalismus. Denn all das, was die Leute in den letzten Jahren zu beklagen hatten, stagnierende oder sinkende Löhne, stagnierende oder sinkende Renten, zu wenig soziale Wohnungen, zu wenig Polizei, zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. All dies ist das Ergebnis neoliberaler Politik, besonders aber die Zerstörung des Sozialstaates, aufgebende Parität bei den Sozialversicherungen beispielsweise oder eben die Verschlechterung der Bedingungen für Arbeitslose, alles Ergebnis neoliberaler Politik. Und dagegen haben die Menschen sich zur Wehr gesetzt. In zweiter Linie kam die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin dazu. Die wurde abgestraft, obwohl viele das anders interpretiert haben. Sie wurde abgestraft, das sieht man ja an den CDU-Wahlergebnissen. Die Leute haben die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin auch als neoliberal gesehen. Und neoliberale Flüchtlingspolitik heißt, Zuwanderung wird bejaht, auch im Interesse dann sinkender Löhne letztendlich. Aber es wird nichts getan, um die Löhne zu stabilisieren oder zu verbessern. Es wird nichts getan, um einen sozialen Ausgleich zu finden. Und es wird nichts getan, um eine gerechte Besteuerung herbeizuführen. Das ist klassische neoliberale Flüchtlingspolitik. Und all diejenigen, die in den Verdacht geraten, eine solche Politik zu unterstützen, werden ebenfalls mit abgestraft. Das ist die Interpretation dieser Wahl. Und es ändert, dieser Befund wird auch nicht dadurch geändert, dass man etwa auf das Ergebnis der Grünen in Baden-Württemberg verweist. Die Grünen hatten in Baden-Württemberg einen Spitzenkandidaten, Herrn Kretschmann, der beste CDU-Spitzenkandidat war, den es überhaupt gegeben hat. Im Übrigen hat er auch eine rigorose Flüchtlingspolitik vertreten mit Abschiebungen, mit der Anerkennung von sicheren Drittstaaten. Also insofern das Gegenteil von dem gemacht, was die Grünen angeblich für richtig halten. Auch dies ist ein Hinweis darauf, dass die neoliberale Flüchtlingspolitik der Kanzlerin nicht akzeptiert wird. Sie hat ja dann in den letzten Wochen auch versucht, eine Kurve zu bekommen. Sie hat es aber nicht geschafft. Und deshalb hat die Linke einen klaren Auftrag. Sie muss den Neoliberalismus mit all seinen Folgen nach wie vor konsequent bekämpfen. Und sie darf in keinem Fall sich dem Verdacht aussetzen, sie würde im Konzert der neoliberalen Parteien in der Bundesrepublik mitmachen. Wenn sie sich diesem Verdacht aussetzt, verliert sie und wird ebenfalls schlechte Wahlergebnisse haben. Der Markenkern der Linken ist das Eintreten für Arbeitnehmer, für Rentner, für Kleinbetriebe. Wenn sie diesen Markenkern verliert oder wenn sie den Eindruck erweckt, sie würde diese Leute nicht mehr vertreten, dann wenden sich die Wählerinnen und Wähler ab. Und deshalb müssen wir bei dem Markenkern bleiben, der uns am Anfang so erfolgreich gemacht hat. Es gab da oder dort bei uns auch die Auffassung, wir bleiben bei einer bestimmten Politik, auch wenn wir Wählerinnen und Wähler verlieren. Das ist eine ziemlich einmalige Auffassung der Bundesrepublik, die natürlich ganz falsch ist. Sie ist sogar überheblich, weil diejenigen, die solche Dinge sagen, letztendlich meinen, sie würden die Dinge besser verstehen als die Wählerinnen und Wähler. Da sollte man sehr vorsichtig sein. Die Linke hat den Auftrag, sich um jede Wählerin und um jeden Wähler zu bemühen, auch gerade um diejenigen, die zunächst wenig ansprechbar erscheinen, aber letztendlich ist es unsere Aufgabe, zu erfassen, was diese Menschen wirklich bewegt und zu versuchen, sie für eine soziale Demokratie weiterhin zu gewinnen. Denn was all diese Wählerinnen und Wähler, die sich jetzt abgewandt haben, übersehen ist,
dass die AfD eine rigoros neoliberale Programmatik hat. Sie gehört zum neoliberalen Block der Bundesrepublik. Sie ist gegen den Mindestlohn, sie ist gegen die Erbschaftssteuer, sie ist gegen die Vermögensteuer. Sie vertritt immer noch das Kirchhoff-Modell mit deutlicher Senkung der Steuern für einkommensstarke Leute. Und sie hat jetzt Programmentwürfe für ihren Parteitag im April, die auf eine Zerstörung der Arbeitslosenversicherung hinauslaufen. Also die Leute mit geringen Einkommen, Arbeitnehmer und Rentner, die also AfD wählen, kommen vom Regen in die Traufe.